Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Meti 2. Es ist schon wieder so eine Nacht, aber ich habe ein neues Aufnehmenprogramm und ein neues Renderprogramm und die Videos werden jetzt in Full HD hochgeladen und Fraps war scheiße natürlich und da habe ich sogar nur in der Hälfte auf die Hälfte der Qualität hochgeladen, also irgendwie Halbzeit anstatt Fullzeit. Ja, wir sind irgendwie in der Stadt, weil ich mich gerade hierhin teleportiert habe, weil es die von der Farm richtig geleckt hat und wir werden uns jetzt die direkten Wege zu SC2 begeben und werden uns leveln. Ich werde jetzt mit den Aufnahmeprogramm DX Tobi aufnehmen. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht auch nicht. Aber das Programm ist gut, besser als Fraps. Das hat mehr Einstellungen als Fraps. Und das Programm nimmt 2 Millionen Mal Frames mehr auf als Fraps. Fraps nimmt nämlich nur 500.000 oder so und Fraps pro Minute oder so oder pro Sekunde und das Aufnahmeprogramm nimmt 2 Millionen, also das ist ein deutlicher Unterschied. Deswegen benutze ich das. Ich nehme gerade 30 FPS auf, das reicht voll und 100% irgendwie noch was. Das habe ich irgendwie nicht drauf geachtet. Also die Videoeinstellungen werden sehr gut sein. Ich werde nur noch 15 Minuten Parts hochladen, weil ich nicht weiß, wie das Renderprogramm jetzt ist, weil ich habe jetzt ein neues Renderprogramm. Ich hatte früher Sony Vegas 12, das habe ich aber irgendwie voll versaut, deswegen habe ich es direkt gelöscht. Wenn ich es haben will, möchte, dann hole ich es mir wieder. Ich habe jetzt das Andome Premium, oder wie das heißt, Season 6, so hieß das glaube ich. Damit werde ich jetzt erstmal rendern. Da habe ich auch eine gute Rendereinstellung bekommen von, ich habe mir ein Video angeguckt, von Freund wollte ich gerade sagen, aber ich habe mir ein Video angeguckt, wie man rendern kann. Da habe ich das so gemacht. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauern wird, das Rendern. Und ich habe versucht, gerade irgendwie ein kleines Video PvP-Video aufzunehmen auf einem anderen Server, wo ich gute PvP-Sachen habe. Da habe ich auch ein PvP-Video versucht aufzunehmen und dann wollte ich es rendern, aber dann habe ich das mehrere Mal angeklickt, dann hat es sich aufgehängt und dann ist es unterbrochen. Also keine Rückmeldung, da habe ich nochmal drauf geklickt und dann ist das Programm abgestürzt. Aber das ist ja normal, da kann man nichts tun. Ich muss gleich die Rendereinstellung nochmal alles hinschreiben. Ich hoffe nicht, dass irgendwie die Render, also das Rendern irgendwie 6 Stunden oder so dauert. Ich hoffe mal so 3 Stunden, wie eigentlich ein normales Renderprogramm braucht für 15 Minuten oder so, und danach will ich wissen, wie groß die Datei ist. Wenn die Datei nur 500 MB oder so ist, dann werden wir 30 Minuten Parts hochladen pro Tag. Mal sehen. Hoffentlich ist diese Spinne jetzt nicht da. Die Königspinne meine ich, hoffentlich ist die da, da können wir SD3 teleportieren werden und kriegen so eine Truhe und daraus kriegen wir irgendwie, wenn wir die Truhe öffnen, kriegen wir irgendwie so welche Sachen, also verschiedene Sachen raus. Ja, da ist lang. Ich hoffe, unser Platz ist erstmal nicht belegt und heute habe ich irgendwie voll die Stimmung zum Aufnehmen, weil ich ein neues Aufnahmeprogramm habe und ich habe euch irgendwie viel zu erzählen. Nicht so wie die letzten Male, also wie das letzte
Mal. Da wusste ich gar nicht, was ich halt sehen sollte. Aber jetzt werden wir erstmal leveln, dass wir ein paar Level höher kommen. Und wir hoffen mal, dass die Königsspinne da ist, weil ich eigentlich vorhatte, die an SD3 zu teleportieren und die Königsspinne zu töten. Bei SD3. Wenn das jetzt nicht so geschieht, also wenn da die Königsspinne nicht ist, dann haben wir gelitten und wir können nicht da rein. Ich guck mal, ob die Spinne da ist. Ich hoffe, die ist da. Dann können wir die schnell killen, wenn wir überhaupt so viel Kraft. Ah, ich glaube, die ist jetzt nicht mehr da, weil da sich jemand levelt. Egal, dann level ich hier. Dann mache ich hier mal ein paar Gruppenkloppen. Was soll ich euch noch erzählen? Ja, die Rüstung ist immer noch zu verschenken. Aber niemand meldet sich irgendwie. Ich habe einen Eisphönix. Also das ist genau das gleiche wie der Feuerphönix, nur der ist ein bisschen blau anstatt rot. Wir sind jetzt Level 76 und könnten weiter leveln. Geisterschale. Ist alles unnötig. Wer levelt sich da? Ich will mal gucken. Ein Level 78er. Was sollen wir machen? Irgendwie wird Leveln auch nach der Zeit langweilig. Vielleicht werde ich die Levelphasen auch einfach mal streichen. Also, dass sie nicht die Levelphasen sehen wird. Und. Ah, verdammt. Ja, vielleicht habt ihr gerade ein Echo gehört. Meine Kopfhörer sind rausgegangen, mein Laptop. Keine guten Sachen runtergekommen. Ich möchte einen Seelenstein. Das ist ein Tierschild. Ja. Na, genug. Und wenn er jetzt schreibt, du Mobclaw, dann lügt er, weil ich ihn direkt killen könnte. Also, ich habe mehr Verteidigung als er, weil er irgendwie nur einen Schwarzplattenpanzer hat oder Stahlplattenpanzer, keine Ahnung, wie der das heißt. Und der hat nichts plus 9, sieht man. Wenn ich mich frei machen würde und die VMS anziehen würde und einfach mal fest starker Körper anmachen würde und dann Gaul wegmachen würde. Und frei machen würde. Ja, eigentlich. Doch, der zieht mir schon ein wenig. Aber ich ziehe ihn irgendwie gar nicht. Habe ich irgendwie was nicht an oder warum zieht er mir so viel? Ah. Na, kommst du? Dann, ich kann irgendwie voll nicht mit diesen. Oh, das war voll daneben. Das war nicht daneben. Wieso geht das denn so schnell aus? Weil das kann sein, dass ich die Taste mehrere Mal gedrückt habe. Und dann werde ich mal. Warum müsste hier keine Autobots? Das wäre viel geiler. Ich habe ja voll vergessen, hier hoch zu skillen.
Scheiß drauf. Ja, wir werden uns leveln. Das war irgendwie so was anderes. Ich bin voll low. Irgendwie PvP, weil ich irgendwie voll nur die PvM-Sachen anhabe. Fast nirgends so halb Endströme. Dann holen wir unser Gaul. Sie müssten mal hier ein bisschen hochskillen und da. Also. Na komm. Und direkt. Ja, wenn man einmal auf diese Fähigkeit drückt, also die Taste 3 bei mir, wenn ich die einmal drücke, geht sofort SK aus, also stärker Körper. Wo ist unser Pferd? Ah, ich kann noch mal den Phönix zeigen. Der ist blau. Wenn ich jetzt einen Gaul holen würde, würde ich diese Miss. Da müsste ich erstmal das wegschicken. Da könnte ich erstmal einen Gaul holen. Und dann könnte ich erstmal weiter leveln. Hätte ich noch Tower an, dann hätte ich ihn sogar noch mehr gezogen. Vielleicht machen wir ein Tritron-Schwert. Also ich abbe das. Silberner Schlüssel. Bekomme ich auch eine silberne Truhe. Nee, das ist ein anderer Helm. Ja, ich glaube, das sind erstmal 15 Minuten gewesen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Die war mal ganz anders. Die war irgendwie mal gechillter. Und einen Daumen da hoch. Ein Abo auch natürlich. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Metin 2.